Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren sehr, sehr frühlingshaften Auwaldrunde im März. Schaut euch das mal an, was für tolle Farben, strahlend blauer Himmel, dieses ganz, ganz helle Grün der jungen Blätter. Ja, auch die Bäume werden bei uns schon grün, schöner geht's nicht. Darf es noch eine Kirsche auf der Torte sein? Ja, wir hatten gestern Regen, wir haben im Prinzip das allerperfekteste Wetter, das man sich vorstellen kann. Immer wieder Regen, sehr, sehr mild. Kaum bis keine Nachtfröste und jetzt auch ein extrem mildes, fast schon frühsommerliches Wetter am Wochenende und das auch noch kombiniert mit dem Osterwochenende und ein paar freien Tagen bzw. Feiertagen. Also das ist doch wirklich die perfekte Kombination. Besser hätte es nicht laufen können. Was haben wir heute vor? Große Auwaldrunde, Abklappern verschiedener Habitate, Käppchenmorchel, graue Speisemorchel, gelbe Speisemorchel, böhmische Werpel, Fingerhutwerpel, Spitzmorchel und so weiter und so weiter. Ich freue mich riesig auf die Waldrunde, würde mich natürlich freuen, wenn es mich begleitet. Ja, und dann hoffen wir auf den ein oder anderen schönen Fund auch für den Speisepilzkorb. Auf geht's! Kein schlechter Start in die heutige Waldrunde. Auch in diesem Habitat jetzt endlich mal eine große erntereife Spitzmorchel. Wunderschöner großer Fruchtkörper. Ja, der war sicher auch schon da, als wir die letzten Male das Habitat kontrolliert haben. Da haben wir diese Spitzmorchel aber ganz, ganz sicher einfach übersehen. Wunderschöner Fruchtkörper und gleich der erste Kandidat für den Speisepilzkorb. Warum? Ja, weil wir hier ganz, ganz viele kleine Spitzmorcheln stehen lassen haben. Und dann können wir hier jetzt auch in diesem Habitat den allerersten Spitzmorchel-Fruchtkörper sammeln. Schaut mal, wer auch immer noch da ist, ist nicht das schlechteste Zeichen, wenn stehen gelassene Morcheln auf der nächsten Waldrunde immer noch da sind. Das ist unsere allererste Spitzmorchel, die wir in dem Habitat 2024 finden konnten. Sie ist immer noch da. Sie ist auch ein bisschen gewachsen, aber so einen wirklich großen Satz hat diese Spitzmorchel, glaube ich, nicht gemacht. Ich blende euch jetzt mal die zwei Funde von diesem Fruchtkörper ein. Und das Datum dazu, dann seht ihr so ein bisschen, wie sich diese Spitzmorchel in den letzten Wochen entwickelt hat. Ja, und wie immer, ist schon fast so eine kleine Tradition, die erste Morchel in so einem Habitat, auch wenn die jetzt wirklich was für ein Speisepilzkorb wäre, bleibt natürlich stehen. Ich decke sie wieder ein bisschen mit Laub zu und hoffe, dass sie vielleicht auch nächste Woche noch da ist. Dann schauen wir hier nochmal vorbei. Vielleicht ist sie dann nochmal ein kleines Stück gewachsen. Interessant ist es schon, da findet man gleich am Anfang diese riesige Spitzmorchel. Ja, und dann schauen wir an die anderen Stellen, wo wir Spitzmorcheln stehen gelassen haben und sehen, es hat sich hier wirklich nicht viel getan in der Woche. Vielleicht stimmt der Mythos also doch, dass einmal gefundene Pilze kaum bis gar nicht mehr weiter wachsen. Ja, ist natürlich ein Scherz, stimmt natürlich nicht, aber oft ist es so, man geht durchs Habitat, findet richtig schöne, große, ausgewachsene Fruchtkörper, die scheinbar vor einer Woche nicht da waren. Und gleichzeitig findet man stehengelassene Fruchtkörper, bei denen es gar nicht wirklich vorangegangen ist. Geht euch das manchmal auch so? Schreibt es gerne in die Kommentare. Schaut's mal, hier im Schatten von einer typischen Werpelpappel steht keine Werpel, sondern eine weitere junge Spitzmorchel. Ja, und jetzt scheint es hier richtig loszugehen. Auf den ersten Metern gleich zwei neue Fruchtkörper entdeckt und die alten drei, habt ihr ja gesehen, sind auch noch da. Hoffentlich sind noch zwei, drei größere Fruchtkörper für den Speisepilzkorb dabei. Ja, da habe ich nämlich schon eine ganz, ganz tolle Idee, was wir daraus heute machen. Bei den Spitzmorcheln hat sich tatsächlich leider nichts mehr finden lassen. Also, ja, ich dachte am Anfang erst, ui, Vollgaswachstum, aber das Wachstum beschränkt sich immer noch auf diesen ersten Teil von diesem größeren Waldstück. Im hinteren Teil, das dann doch auch zugegebenermaßen viel, viel schattiger ist, tut sich da immer noch nichts. Dementsprechend, eine Spitzmorchel haben wir gesammelt und jetzt geht es weiter zu den Werpel- und Käppchenmorchel-Habitaten. Ja, und gleich im ersten kontrollierten Habitat gibt es Grund zur Freude. Denn das Habitat habe ich wirklich schon ein paar Mal kontrolliert hier. Da war nichts los bis jetzt. Und jetzt zeigen sich hier die ersten Werpeln. Und was ich hier
besonders schön finde und was für mich eines der schönsten Merkmale der böhmischen Werpeln ist, ist, dass die manchmal so einen ganz, ganz deutlich genatterten Stiel besitzen. Seht ihr das? Schaut es nicht wunderschön aus? Ja, ist einfach nur ein absoluter Traum. Ja, und die böhmische Werpel ist hier natürlich wieder mal nicht alleine. Hier ein relativ junges Exemplar. Und da vorne tatsächlich auch schon ein älteres. Dementsprechend müssen wir uns hier jetzt genau umschauen. Vielleicht klappt es auch hier. Und da vorne sehe ich schon die nächste. Mit ein paar Fruchtkörpern für den Speisepilzkorb. Sehr schön. Hier haben wir jetzt eine böhmische Werpel, wo ich sagen würde, die ist relativ alt und das gibt uns mal die Gelegenheit, so ein bisschen auf ein paar Merkmale einzugehen, ja, die vielleicht so ein bisschen was über die Qualität und das Alter von so einem Fruchtkörper aussagen. Ein Indikator fürs Alter ist natürlich gleich mal die Größe und die Stiellänge. Je kürzer und je heller der Stiel letztendlich ausfällt, desto jünger ist die Werpel. Ja, und je größer und dunkler, und das sehen wir hier, denke ich, relativ gut, der Stiel ausfällt, desto älter ist die Werpel. Und je mehr das dann irgendwo so ein bisschen ins Bräunliche geht am Stiel, desto älter ist der Fruchtkörper und desto mehr nimmt meiner Ansicht nach dann natürlich auch relativ schnell die Qualität ab. Deswegen würde ich mich da immer auf ja, schöne, knackige, frische Werpeln mit möglichst hellem Stiel letztendlich beschränken. Und dementsprechend bleibt der Fruchtkörper natürlich stehen. Einmal rum ums Dickicht und jetzt kann ich euch noch die beiden hier hinten befindlichen Werpeln zeigen. Da vorne die ganz, ganz große, schon relativ alte Werpel und hier etwas kleiner und wunderschön von der Sonne angeleuchtet, die Werpel, die wir erst beim Filmen entdeckt haben und schon wieder passiert. Schaut's mal, da drunter unter dem Gras, glaube ich, versteckt sich noch ein weiterer Fruchtkörper. Schauen wir gleich mal hin, wenn uns dieser Busch hier durchlässt. Tatsächlich ein weiterer schöner, junger Fruchtkörper der böhmischen Werpel. Ja, und ich würde sagen, den schnappen wir uns jetzt mal. Wieder mit wunderschönem, genatterten Stiel. Mittlerweile sind auch wirklich schon ein paar Funde dabei, bei denen ich sagen würde, das war's bei denen. Schaut's mal, da war sicherlich eine Schnecke dran. Ja, und da hat die böhmische Werpel nicht viel entgegenzusetzen. Aber hier sind wir wieder auf einen schönen Spot gestoßen. Hier die kaputte Werpel. Da vorne eine relativ junge, frisch wachsende Werpel. Und da vorne auch. Also Vollgas bei den Werpeln. Kein Morchelanzeiger, aber trotzdem schön anzuschauen und thematisch passend. Warum? Ja, es ist die Osterglocke, die hier mitten im Auwald blüht. Schaut es nicht fantastisch aus? So macht der Frühling richtig, richtig Spaß. Die erfahrenen Morchel- und Werpelsucher unter euch werden das kennen. Man durchschreitet ein Habitat, schaut eigentlich schon einigermaßen genau. Ja, eine Viertelstunde später geht man nochmal durch die gleiche Stelle durch und findet weitere Fruchtkörper. Da seht ihr nochmal diese schöne große Werpel vom Anfang hier. Hier, wie gesagt, die schon gezeigte, wunderschön genatterte böhmische Werpel. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob ihr die beiden weiteren Werpeln hier im Habitat entdeckt. Habt ihr sie schon gesehen? Gut, die verstecken sich jetzt nicht wirklich gut. Vor allem dann nicht, wenn man schon weiß, wo sie ungefähr stehen. Gehen wir mal näher ran. Schaut mal, da ist eine böhmische Werpel und da ist eine böhmische Werpel. Schön eingepackt im Laubstreu. Ja, und weil sie jetzt doch ein paar mehr Werpeln hat als zunächst angenommen, würde ich sagen, ist das Kandidat Nummer 2 für den Speisepilzkorb. Schaut euch den Stiel an. Wahnsinn. Während ihr da in der Entfernung den rotrandigen Baumschwarm bewundern dürft, ein kleiner Tipp an alle, die gerne mal Scheibchenlorcheln finden möchten. Scheibchenlorcheln sind zwar keine Speisepilze, weil sie Gyrometrin enthalten sollen, aber ja trotzdem, einige arbeiten ja fleißig an ihren Erstfund-Wunschlisten. Und wenn es mit der Scheibchenlorchel noch nicht geklappt hat, hier ein Tipp. Egal wo ihr unterwegs seid, Nadelwald, Nadelmischwald, Auwald mit eingestreuten Fichten, überall wo es beschädigte, umgestürzte Fichten hat, da dann letztendlich schauen, ja, gibt es irgendwelche Stümpfe, die bemoost ausfallen, gerade im Wurzelbereich. Und vielleicht sieht es der ein oder andere schon, gerade jetzt um die Jahreszeit dann häufig nicht mehr zu übersehen.
sind Scheibchenlorcheln. Und das sind viel mehr, als ich anfangs gedacht habe. Ich hatte nämlich erstmal nur die Scheibchenlorcheln hier vorne gesehen. Schaut's mal, fast kreisrund, wunderschön anzuschauen. Hier unten war schon wieder die Konkurrenz unterwegs in Form von Schnecken. Auch da ein Zwillingsfund. Ja, und da vorne sind schon richtig große Fruchtkörper dabei. Schaut's mal, das dürften mit Abstand die größten Scheibchenlorcheln sein, die ich dieses Jahr bisher gefunden habe. Auch die profitieren natürlich von der Feuchtigkeit, die wir hier haben, und den milden Temperaturen. Habt ihr die Scheibchenlorchel schon gefunden? Dieses Jahr haben die wirklich ein bombastisches Jahr erwischt und die holen wirklich das nach, was sie letztes Jahr so ein bisschen verpasst haben. Wahnsinn, schaut sich mal den Stumpf an. 1, 2 und 3, 4 und 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 und 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ich will gar nicht wissen, wie viele ich hier übersehe, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, ich weiß es nicht, und dann nochmal 2, 36, 37. Also auf diesem Stumpf zwischen, ja, ich würde schätzen, ein paar übersieht man immer, zwischen 40 und 50 Fruchtkörper der Scheibchenlorchel. Ist es nicht einfach nur beeindruckend? Was für ein tolles Jahr für die Art. Ich hoffe, ich nerv euch nicht mit den Scheibchenlorcheln, aber ich muss euch einfach an meiner Begeisterung und an meiner Freude teilhaben lassen. Ich bin gerade noch auf was gestoßen. Eigentlich nur, ja, Luftlinie vielleicht 50 Meter von der letzten Stelle entfernt. Ja, das schlägt dem Fass eigentlich den Boden aus. Dieses Mal versuche ich gar nicht erst, die Fruchtkörper durchzuzählen, weil es keinen Sinn macht. Schaut euch das mal an. Habt ihr sowas schon mal gesehen? So großflächiges Wachstum auf kleinstem Raum von der Nadelholz-Scheibchenlorchel habe ich noch nie gesehen. Auf jedem zweiten Stumpf, zwar nicht so extrem wie hier jetzt, wachsen hier jetzt die Scheibchenlorcheln. Ja, und was das da sein soll, das schaut ja völlig verrückt aus, keine Ahnung. Und insgesamt, ja, es ist einfach absolutes Massenwachstum. Richtig, richtig krass. Was für ein spektakulärer Fund und was für ein spektakulärer Anblick. Gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Scheibchenlorcheln schon mal in dem Ausmaß finden konntet, wie es in diesem Jahr offenbar möglich ist. Freude herrscht, wir haben ein neues Habitat der böhmischen Werpel entdeckt. Schaut's mal, was für ein schöner, großer, junger, stämmiger Fruchtkörper. Ja, so macht die böhmische Werpel richtig, richtig Spaß. Liebe Pilzfreunde, ich glaube, mir gelingt hier zum Abschluss der Waldrunde in diesem gerade neu entdeckten Habitat ein Erstfund. Und zwar vermute ich den leuchtenden Weichporling. Warum? Substrat, Nadelholz wäre typisch. Konsistenz, weich, typisch. Farben, ja, schon so ein bisschen, nicht mehr ganz so leuchtend, ist aber schon ein älterer Fruchtkörper. Trotzdem sollten die Farben passen und zusätzlich soll sich die Art, und das müssen wir gleich noch überprüfen, unter Kalilauge weinrötlich verfärben. Wenn das auch noch passt, haben wir jetzt sogar sozusagen als Kirsche auf der Torte zum Abschluss dieser tollen Waldrunde einen Erstfund. Schaut euch mal diese Fleischfarbe an, als hätte man eine Karotte aufgeschnitten. Wahnsinn, was für ein sattes, intensives Orange. Jetzt aber zum Kalilauge-Test. Zur Bestätigung des Erstfundes. Schauen wir mal, ob wirklich Wein rötlich rauskommt. Daumen drücken. Ja, und ich würde sagen, das kann man als Wein rötlich durchgehen lassen. Ich hätte es vielleicht sogar eine Spur weniger intensiv erwartet. Allerdings habe ich jetzt mit
purer 40%iger Kalilauge getestet. Ja, und wer sich so ein bisschen erinnert, zimtfarbener Weichporling hat ja auch so eine ganz, ganz intensive Reaktion unter Kalilauge. Ganz so bunt fällt die hier nicht aus, aber dann doch, wenn man so ein bisschen Fantasie walten lässt, würde ich sagen, das ist auf alle Fälle eine eindeutige weinrote Kalilauge-Reaktion, auch wenn sehr dunkel in dem Fall. Was meint ihr? Ich würde sagen, auf alle Fälle Erstfund leuchtender Weichporling. Was für ein Abschluss. Das soll es für die heutige Waldrunde gewesen sein. Ich muss mich kurz halten. Akku ist fast leer, Speicherplatz fast voll. Ja, heute haben wir es wieder ein bisschen übertrieben mit dem Filmen und mit dem Fotografieren. Dementsprechend wünsche ich euch frohe Ostern. Genießt dieses ganz, ganz tolle Frühlingswetter und dieses perfekte Wetter für Morcheln, Werpeln und auch die Lorcheln. Habt eine tolle Zeit, frohe Ostern und bis bald.